Hey Leute, herzlich willkommen zu Let's Play Sicari Remastered. Sicari. Ich glaube, das heißt Sicari, ne? Heute am 10. Februar im Jahr 2021 um 12.33 Uhr mittags. Dieser Hack hier scheint, wenn man sich die Screenshots, die Vorschaubilder so anschaut, eine Konkurrenz zu Peach's Adventure und Luigi's Stardust darzustellen. Es sieht nicht nur wunderbar aus, sondern es kam tatsächlich auch gestern raus, Leute. Wir spielen hier was ganz, ganz, ganz Frisches. Ich meine, okay, Peach's Adventure, wie alt ist das Ding? Einen halben Monat oder so? Also das ist jetzt auch nicht so alt. Aber so aktuell waren wir bis jetzt, glaube ich, noch nie. Ja, dieser Hack hier hat 64 Level. Der Schwierigkeitsgrad ist hart und wie ihr ja seht, handelt es sich hier um eine Remaster Edition. Die ursprüngliche Version kam 2013 raus und war anscheinend leichter und auch nur halb so lang. Und ich habe hier auch noch ein paar Changelogs, Patches, die ich, Updates, die ich euch zeigen kann. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob sich das darauf bezieht, was man ins Remaster gepackt hat oder also vom alten zum neuen oder ob sich das darauf bezieht, was man noch während des Remasters geändert hat. Wahrscheinlich ist es Zweiteres, ne? Denn ich meine, der Hack ist ja auch doppelt so lang. Das hat wahrscheinlich nicht mehr so viel mit dem Original zu tun. Und im Original scheint es auch um eine Lore zu gehen, die er sich selber ausgedacht hat. Also grundsätzlich hat er sehr, sehr viele dieser Sicari-Hacks. Und der arbeitet mittlerweile auch schon an einem zweiten Teil. Die Demo kann man sich jetzt schon runterladen und es geht wohl darum, ich weiß nicht, ob das Spiel das jetzt hier nochmal am Anfang sagt, ihr seht es ja jetzt hier. Es geht darum, dass wieder mal eine göttliche Macht, eine göttliche Identität versucht hat, mit dem Menschen zu harmonieren und das ist natürlich nicht so gut ausgegangen. Das ist so ein bisschen wie mit mir und den Menschen. Leute, das funktioniert einfach nicht, es endet immer im Krieg. Dementsprechend haben sie sich von der Menschheit abgespaltet, aber eine gewisse sonderbare Vampirfamilie ist dann doch irgendwie noch auf dem Planeten und scheint jetzt schätzungsweise zu versuchen, den Planeten wieder richtig krass zu machen. Und ansonsten habe ich noch irgendwas vergessen, es war jetzt sehr, sehr viel, ja, gemacht von dem lieben Evi natürlich, seht ihr ja hier überall auf dem Bild. Also das macht Evi, schätzungsweise, wenn das mal nicht gerade von Ash vergewaltigt wurde, auch sehr, sehr interessant. Ah ja, genau, das wollte ich noch erzählen. Leute, ich war doch heute beim Zahnarzt, ne? Und der Zahnarzt ist zu dem Entschluss gekommen, dass alle meine Zähne entfernt werden müssen. Also ich werde demnächst einfach gar keine Zähne mehr haben. Nein, Spaß. Das ist tatsächlich nicht passiert. Es war ein reiner Routinefall, aber man muss sich natürlich vorbereiten. Ne? Als jemand, der Corona-kritisch ist, habe ich mir natürlich schon meinen Konter überlegt, für den Fall, dass ich angesprochen werde. Und da es leider nicht dazu kam, wie es ja immer so ist, wollte ich es zumindest mit euch da draußen wieder mal teilen und euch einfach mal wieder an der Stelle sagen, bitte seid keine geistig behinderten Faschisten, tragt keine Masken, es gibt keine Pandemie, es gab nie eine Pandemie und nach einem Jahr solltet ihr es mittlerweile gecheckt haben. Ja, so, jetzt haben wir aber wirklich alles geklärt und der Witz ist, ich drücke Tasten und es passiert nichts. Danke, Controller. So, mal gucken, ob es jetzt klappt. Nee, Moment. Ist dieser Hack kaputt? Vielleicht geht der Hack gar nicht. Hm. Ah ja, jetzt, okay. Ja, genau das noch. Er empfiehlt, es war einmal vor langer Zeit in einem Land von Paradia, er empfiehlt den Hack nicht mit ZNSRNES zu spielen. Aber wir werden es trotzdem machen, weil es einfach der Emulator ist, mit dem ich die Mario-Spiele mal spiele. Also falls es zu Asozialitäten kommt, es liegt dann am Emulator. Und der Sound ist jetzt ziemlich laut, ne? Es könnte sein, dass man mich jetzt nicht mehr so gut hört. Ja, vor einer langen Zeit in Paradia. Die uralten Sanguis-Vampire, der Clan, der hat Rise der Deti Nuscura, The Rise of the... Ich weiß nicht, was er will, ich werde es wohl hinschreiben müssen. After thousands of years, plotting and planning, they were able to shatter the dimensional walls between the mortal world and the demonia from which
Das ist natürlich schwierig, wenn man... Ich drehe mal den Sound leiser. So, ja, es ist natürlich sehr, sehr schwierig, wenn man dann jetzt hier mit direkt mit Wörtern bombardiert wird, von denen man keine Ahnung hat. Also ich habe das jetzt so verstanden, dass eine böse Form, ein böser Clan, die Barriere zwischen Gut und Böse gebrochen hat. Shatter the Dimensional Walls Between the Mortal, also zwischen der sterblichen Welt und der Dämonia-Welt. Also Dämonia, Dämon, das macht wahrscheinlich auch Sinn. Und dann sind die Noskura rein. Die Noskura sind wahrscheinlich die Bösen und die anderen sind die Guten. And so arrived the goddess in all of her terror. Ja, und die böse Göttin ist dann anscheinend erschienen oder irgendwie sowas. Before long her children, the Hostake, blighted the land and the Paradian military was helpless. Ja, also die Bösen sind reingekommen und die Guten konnten nichts dagegen machen, schätzungsweise. The goddess of life, Reza, was most displeased with her and the other gods restricted. Reza's only option was to instill her blessing on a mortal. Also, die guten Götter konnten nicht viel machen und sich letztendlich nur auf einen Sterblichen verlassen. She chose a young girl known only as Sikari, a depressed assassin seeking redemption for her crimes. Also sie hat sich für ein junges Mädchen namens Sikari entschieden. Ich dachte, so hieß vielleicht ihre Rasse, aber nein, so heißt das Mädchen. Eine junge Assassinin, die ihren Namen gerne wieder reinwaschen möchte. Die hat wohl schlimme, böse Sachen in der Vergangenheit getan. Und das war ihre Chance, ja. Die Chance, wieder alles gut zu machen. Aided by her robot friend K16, Sikari must defeat Niskuras 5 main minions in order to make the goddess vulnerable. Also, die Göttin kann nur verletzt werden, wenn man vorher ihre 5 Lakaien penetriert. Alles klar, ja, gut, haben wir das doch nochmal zusammengefasst. Muss ich nicht irgendwas hinschreiben. Das ist es, Leute, komplett editiert. Weltkarte, Sprites, alles selber gemacht. Das ist so krass, Leute. Und sie bewegt sich auch schnell. Das ist Feiny. Was haben wir hier? Moonlight City ist wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen... Ja, das Yoshi-Haus. So, da machen wir mal den ersten Save-State. Oh, holy shit, okay. Und da ist schon wieder diese Musik, die wir auch in den... Ich weiß nicht, wo in Luigi Stardust oder so gehört hatten. Und ich weiß immer noch nicht, wovon die ist. Es könnte... Anna, I'll be scouting. Just hope I can save Mr. Mervin before it's too late. Ja, ich werde schon mal vorgehen und so. Es könnte das Pokémon Center sein, so ein Remix. Aber sicher bin ich mir nicht. Fierce and confident, Sikari is brilliant on her agility. She can sprint fast and perform basic spin jumps. When powered up, she is able to throw shurikens. The light of Reza within her allows her to pass the yellow light. Ja, ich habe so das Gefühl, dass wenn ich es erstmal auf Englisch mir selber vorlese, dann kann ich es vielleicht ein bisschen besser übersetzen, also nicht wundern. Also wenn sie groß ist, es ist nicht so wie bei Mario, dass sie einfach groß wird, sondern sie kriegt halt einfach Fähigkeiten dazu. Despite her looks, K16 is almost entirely robotic. She cannot sprint, spin jump or even swim. She can, however, shoot plasma bolts and when powered up, she is able to charge her shots. The Eye of Seraphos allows her to pass green light. Okay, also wir können hier anscheinend zwei Charaktere passieren und die spielen und die haben unterschiedliche Fähigkeiten. Die eine kann keine Spin Jumps machen, aber kann dafür andere Sachen und so weiter und so fort. Okay. Ja, das ist doch dann gar nicht mal so verkehrt, dass wir uns das hier mal nochmal anhören. So, Doppelstock, Bett, ja. Oh, das ist natürlich, und, oh Leute, das erinnert mich ein bisschen an Zelda tatsächlich. Aber kann auch irgendein anderes Nintendo-Spiel sein, wo man das her hat. Das ist Wahnsinn, das, also ich bin jetzt schon, wenn das jetzt ein Trailer wäre oder so, ich... Take my money and shut the fuck up, kann ich da nur sagen. Das ist so geil. Ja, wie gesagt, durch meinen Emulator kann es so ein bisschen zu Problemen kommen. Jetzt, wo ich gerade hier das Parallax-Scrolling da sehe. Aber es ist ein guter Parallax-Scrolling. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass da irgendwas kaputt ist. Aber ja, ne, falls da irgendwas ist, alles klar. Ja, Leute, dann würde ich mal sagen, wir fangen mal nochmal ganz kurz an. Die Folge ist halt leider wieder vorbei. Das ist halt so schwierig, sag ich mal, wenn du... Story-Spiele hast, aber man kann natürlich die erste Folge einfach auch wieder mal ein bisschen länger machen. So, also ich kann... Was war das jetzt? Nee, das war ganz komisch gerade. Warte mal.
Ach so, ja, deswegen hat sie teilweise geschossen. Also ich kann hier den Charakter wechseln. Und ich drücke jetzt hier, habe ich eine Zeitvorgabe? Nee, okay, dann können wir das jetzt mal langsam durchgehen. Also das hier ist so ein bisschen die weibliche Mariorinen, Spinjumps und so weiter. Alles kein Problem. Aber hier, wenn ich jetzt wechsle zu dem Roboter K16, war das, glaube ich, ne, die, ich drücke jetzt hier Spinjump. Die kann kein Spinjump, kann aber tatsächlich dafür schießen. Ich glaube, da waren noch ein paar andere Sachen. Warte mal, ändern sich die, jetzt sagte ich gerade, die Kisten würden sich hier ändern. Je nachdem, wie ich spiele. Aber die machen auch schöne, feine andere Geräusche hier. Die, wenn man dagegen knallt. Alles klar, ja, das ist wirklich fantastisch. Oh, was haben wir da? Die Blöcke sehen ein bisschen anders aus. Kann man mit denen was machen? Okay, auch für eigene P-Switch-Musik. Huch, da wurde ich getroffen. Und das Interessante ist, dass das Spiel gerade gar nicht irgendwie hängen geblieben ist. So wie man es normalerweise kennt. Also bei Mario und so ist es ja so, dass das Spiel mal kurz stehen bleibt. Okay, sie kann jetzt auch tatsächlich schießen. Sie soll ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auch irgendwie so eine Wand zaubern können oder irgendwie sowas. Moment. Oh nein, die Wandsprünge sind auch wieder drin. Oh fuck, okay. Das ist natürlich, je nachdem, wie ihr das handhabt, kann es zur Problematik werden. Wandsprünge sind immer irgendwie sehr, sehr unangenehm. Das ist immer so 50-50 Chance, ob ich das hinkriege oder nicht. So, da haben wir wieder, ja, was ist das? Einfach einen Pilz oder sowas bekommen? Ich weiß gar nicht, ob ich, als ich getroffen wurde, ob dich... Naja, das Herz habe ich immer noch da oben. Ja, es scheint wirklich... Moment. War das jetzt Verschwendung? Weil ich war ja eigentlich schon groß. Jetzt bin ich mir nicht sicher, was das jetzt letztendlich gebracht hat. Aber okay, ansonsten... Münzen sehe ich oben rechts. Da haben wir jetzt 30. Okay. So, das ist ein Robo-Chuck-Chuck-Chuck. Der jetzt gefühlt ein bisschen krasser gesprungen ist, aber ich kann mich natürlich auch irren. So, und hier kann ich dann wieder wechseln. Einfach mal im Level, warum nicht? Lass mal wechseln. Und so ein bisschen ballern. Das ist natürlich krass, ne? Wenn du einfach von Hause aus ballern kannst. Aber dafür kannst du halt natürlich keine Spin-Jumps machen. Krass! Ich kann meinen Schuss aufladen wie bei Mega Man. Die Frage ist dann natürlich so, was machst du dann, wenn du mal Spinjumps brauchst? Musst du dich dann... Okay. Auch nett, eigener Tonessound. Musst du... weiß nicht, dich dann auch töten lassen oder so? Wie machst du das? Und die Frage ist jetzt auch... Ach so, die sind dann auch gleichzeitig Checkpoints und ich bleibe anscheinend bei dem Charakter, mit dem ich gestorben bin. Das ist auch ganz nett, ne? Sind so Kleinigkeiten. Das hätte jetzt auch sein können, dass du... Oh, fast verkackt. Dass du standardmäßig immer mit Sicari war das, glaube ich, spielst. Aber nein, das scheint okay zu sein. Das sieht hier ein bisschen wie die Yoshi's Island Untergrund aus. Alles klar, Leute. Gut, dann... Ich meine, ich würde... Ach so, nee, warte. Sie kann Wandsprünge, aber das ist so genau das Ding. Seht ihr, wie lange ich da jetzt erstmal gebraucht habe, um den Wandsprung hinzukriegen? Und es kann dann natürlich, wenn das hier ein harter Hack ist, wenn die Level dann dementsprechend das anbieten, kann das sehr, sehr knifflig werden. Da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf, aber gut. Hoffen wir einfach mal aufs Beste. Und dann will ich an dieser Stelle auch einfach mal sagen, das war's heute mit Let's Play Sicari Remastered. Ach, hier, das... Warte. Ja, das... Genau. Ich nehme keinen Schaden, das ist nett, aber das ist hier beispielsweise was, da kann nur die Robotertante durch und das war jetzt wahrscheinlich so Tutorial-mäßig, ne? Da hatte ich jetzt das Glück, dass ich da nochmal wechseln konnte. In anderen Fällen habe ich dann vielleicht Pech und ich kann dann nicht direkt wechseln. Ja, oder? Ja, das... Ist das das Levelende? Ja, sehr gut und auch schön mit eigenem Bild. Ja, krass, Leute. Also, Ersteindruck ist super, ultra, mega krass. Wobei ich jetzt hier auch wieder dasselbe Problem habe wie bei Luigi's Stardust
Gut, bei dem Spiel habe ich mittlerweile noch mehr Probleme, aber eines dieser Probleme hat sich ja auch direkt schon am Anfang gezeigt, dass ich fand das jetzt eine Spur wieder zu lang. Ich fand jetzt nicht, dass das Level das wert war, dass es so lang gezeigt wurde. Aber okay, ne, das nur mal so als Bemerkung. Das ist ja immer so ein Problem, was diese Leute haben. Die wissen dann halt nicht, wann Schluss ist. Aber ich weiß es jetzt glücklicherweise, nachdem ich ein bisschen überzogen habe. Und ich würde mich freuen, wenn ihr natürlich auch wieder beim nächsten Mal einschaltet, wenn ihr mit mir diesen fantastischen, selbst kreierten Hack, diese fantastisch selbst kreierte Story weiter mit mir begutachten würdet. Ja, und vergesst nicht, falls ihr neu auf diesem Kanal seid, parallel laufen auch zwei andere Hacks. Es laufen immer drei verschiedene Hacks von, also es kommen jeden Tag drei Folgen von drei verschiedenen Hacks und fernab von dem mache ich natürlich auch noch anderen Kram, Spider-Man, Tomb Raider, Metro und so weiter und so fort. Also hier gibt es eine Menge, Menge auf dem Kanal zu tun. Eine Menge, Menge, was man sich hier so auf dem Kanal anschauen kann. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.